Hallöchen, meine lieben Leute, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir haben uns hier ja einen ganz schönen Punkt ausgesucht, an dem wir uns ausgelockt haben. Hier vor der schönen Kulisse, vor Bael Gun hieß die Burg, ne? Ja, nee, Bael Modan, nicht Bael Gun. Ja, das ist ja die Kanone hier. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, jetzt ist sie wieder komplett heile. Aber da habe ich ja schon das letzte Mal was dazu gesagt, das geht anscheinend nicht. Mit dem Phasing, dass man das irgendwie so hinbekommt, dass das dann wenigstens für mich im Spiel kaputt ist. Ich meine, da müssten sie für jeden Spieler ja eine eigene Phasing-Zone einrichten, je nachdem, wie weit sie hier den Spielstand gespielt haben, die Questreihe. Das ist das wohl ein bisschen kompliziert. Ich wette übrigens, dass der Kerl hier jetzt gleich sterben wird, irgendwie. Ich meine, wir haben seinen letzten Wunsch erfüllt, hier Rache zu üben und Bael Modan hier dem Erdboden gleich zu machen. Und jetzt, wo wir das getan haben, hat er wahrscheinlich keinen Grund mehr. Hat er wohl keinen Grund mehr, jetzt hier irgendwie großartig ja, seine Lebenskraft weiter auszuüben, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Was führt euch hierher? Bael Dun zerstört? Garn dreht seinen Kopf, um hinter sich zu spähen, wo dunkle Rauchwolken den Himmel verdunkeln, und zuckt schmerzerfüllt zusammen. Mein Freund, ihr habt Turai und das Volk der Tauren gerecht. Die Eindringlinge werden sich von dem Schlag nicht so schnell erholen. Danke. Garn schließt die Augen, sein Kopf fällt nach vorne und er hustet einige Male rau. Mögen die Vorfahren. Nein, er stirbt nicht. Friede sei mit euch. Nee. Lebt wohl. So. Kopflose Reiter, wir sind als Tank drin, das heißt, ich muss hier jetzt umskillen. Ihr seid am Ziel. Die Suche ist vorbei. Das Schicksal soll entscheiden, wer der Sieger sei. Diesmal habe ich es nämlich nicht vergessen. Ist halt schon ein bisschen unangenehm, dass mir das letzte Mal passiert ist. Aber meine Güte, passiert. Ich muss hier hauptsächlich gleich... Also es ist wichtig, da kommen ja gleich von irgendwo diese komischen Kürbiskreaturen. Und die muss ich gleich irgendwie tanken, wenn ich sie sehe. Jetzt kommt erstmal hier jetzt wieder die Kopfphase, davon kommt jetzt ja drei Stück. Hier bin ich. Fast zwei. Eure Seelen. Find's ja immer schön, dass man da hier auch das Addon ansagt. Wann es jetzt losgeht. In welcher Phase man sich befindet. Also wenn ich so ein Lieblings-Addon hätte, dann wäre es, glaube ich, wirklich Deadly Boss Mods. Also, das ist schon eins meiner... Und wobei, ich mag auch sehr gerne Bagginen hier, diese Tasche, die das zusammenfasst. Wobei es hier wirklich ja auch geteilte Meinungen gibt, was diese Taschen-Addons angeht. Also ich habe mittlerweile wirklich einige Leute auch kennengelernt, die es wirklich bevorzugen, die Standardtasche zu benutzen, ja? Also die finden es besser, wenn man die Standardtasche benutzt. Also diese einzeln aufgefächerten Fächer, ja. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich find's schöner, wenn man hier so einen Überblick hat. Natürlich ist bei mir natürlich auch das ganze Taschen Chaos. Das ist ja schon immer irgendwie so gewesen. Oh oh. I'm dying. Kinder, Kinder. Meine Güte, was daran ist denn das so schwer?
Welch neue Abenteuer hat das Schicksal zur Hand? Seit wann ist das denn so schwer? Oder ist es wirklich auch ein Grund, weil ich Low-Level bin? Aber eigentlich wird das ja alles skaliert. Keine Ahnung. I don't know. Wieso hatte ich die denn nicht angelegt? Speichern. So. Freigefüllter Kürbis. No crap. Also ich kann, glaube ich, auf Low Level gar nicht, auf Low Level Bereich gar nicht das Mount bekommen. Ich habe ja auch nicht diesen epischen Beutel bekommen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieso ist denn das grüne Schwert besser als das, was ich jetzt habe? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so weit ist es jetzt schon. Fuck it. Da müssen wir wohl jetzt demnächst mal unbedingt hier. Scharlachrote Kloster waren wir halt schon. Das sind die drei, die jetzt demnächst ausstehen. Kral. Also wir waren Flammenschlund, wir waren Todeswede, wir haben Butschattenfang. Wir waren Höhlen des Wehklagens, tiefschwarze Grotte Verlies, hatten wir auch gemacht. Gnome Erigan kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, da war der Sprungfail. Und Kloster waren wir auch schon in beide. Sowohl den ersten Teil als auch den zweiten Teil. Also der erste Teil, wo man am Ende in der Bibliothek war. Ich nenne jetzt absichtlich nicht die Namen, weil seitdem wir das in zwei Parts gesplittet haben, ist es für mich schwierig, da noch irgendwelche Namen festzusetzen. Und der zweite Teil war das halt mit, ja, ich nenne es jetzt trotzdem so, wie es früher hieß, dieser Kathedralenteil. Keine Ahnung. Aber das meine... Mal kurz mal ausprobieren. Das ist echt zu katastrophal jetzt. Keine Ahnung. Fühlt sich ganz merkwürdig an. Ich dachte nicht, dass meine Waffen so schnell hier falten. Ja, aber klar, Spuklinge. Ist halt nur noch Crap. 3,3 Schaden pro Sekunde. Hat das immer nur so wenig Schaden gemacht? Ich dachte, das wäre immer viel mehr gewesen. Ah, okay, das ist ein Einhändiger. Ja, okay. Aber das hier, 4,3. 4,3. Und die hier, 4,3. I don't know. Kann ich echt nicht zu sagen. Finde ich sehr skurril. Hätte ich das gerade nicht aus Zufall gesehen. Also da hat mir ja... Das einzige Grund, warum ich das gesehen habe, war, dass mir das Addon gesagt hat, hier fallen nach oben. Das Ding ist besser als als die Waffe, die du gerade trägst. Ich so, das kann ja gar nicht sein. Wenn ich eine neue Waffe hätte, das würde ich doch wirklich... Hätte ich doch am ehesten mitbekommen. Weil ich meine, Waffe, da achtet man ja gerade drauf. Weil Waffe ja doch mit Trinkets irgendwie doch die Items sind, die am ehesten einen Unterschied darin machen, ob du jetzt mehr Schaden machst oder weniger Schaden. Also den meisten Impact haben Waffen und Trinkets. Und wenn man da neue Sachen bekommt, das fällt einem normalerweise auf. Und jetzt plötzlich so eine neue Waffe und die soll besser sein. What the fuck, was ist das für eine? Und das ist so ein grünes Crap-Teil. Nun gut. Es ist, wie es ist. Sieht hier natürlich auch mega kacke aus. So ein grünes Crap-Teil. Wo muss ich denn hier hin überhaupt? Meine Güte, was latsche ich denn hier schon wieder durch die Gegend? Erstmal auf den großen Pumpkin und zack. Solange wie noch Halloween, das Halloween-Event ist. Ach, hier. Das war das mit dem Kodo-Herz, ne? Mal gucken. Ob es hier nochmal eine Folge-Quest gibt. Der Bekloppte hier. Habt doch ein Herz. Alles, was ihr wirklich braucht, ist ein Herz. Kalda packt das riesige Herz mit beiden Händen, drückt es und lauscht, wie die Kammern schlürfen und schmatzen.
Die wächserne Maske seines Gesichts teilt sich zu einem breiten, kindlichen Grinsen. Es ist so wichtig, dass man seine Arbeit liebt, findet ihr nicht auch? Calder wirft das Herz über seine Schultern hinweg auf einen hüfthohen Stapel aus Eingeweiden. Meine Monstrosität nimmt langsam Gestalt an. Nun muss ich nur noch ihren Schädel mit etwas Sinnvollem ausstopfen. Ich spreche von einem Gehirn, und da werde ich dann wählerisch. Die Vermonstrositierung. Was ist denn das? Das ist doch ein Neologismus. Leck mich. Die Vermonstrositierung verursacht erheblichen Hirnschaden. Aber sollte man mit jemandem anfangen? Also sollte man mit jemandem anfangen, der intelligent ist. Jetzt will er mich gleich schlachten, oder was? Das ist doch echt. Einer der Allianzoffiziere sollte reichen. Findet einen der Hauptleute auf der anderen Seite der Kriegsnarbe und versucht, die Ware nicht zu beschädigen, während ihr ihn tötet. Das ist auch einfacher gesagt als getan, glaube ich. Na gut. Dann suchen wir mal einen Hirn für die Vermonstrositierung. Vermonstrositierung ist nicht zu fassen. Also ist ein Offizier mit mehr Intelligenz gesegnet als einer, der hier nur ein einfacher Soldat ist. Da haben wir ihn ja. Execute. Ich habe kein Ziel. Da war's. Eine simple Quest. Ja, dieses Narbengebiet hier, dieses Kriegsnarbengebiet, ist auch noch nicht seit Ewigkeiten hier. Das ist auch mit dem Kataklysmus erst dazugekommen. Man muss sich das Brachland halt echt früher vorstellen wie die wahreste Einöde. Also da war nichts los. Also da hat man... Das Einzige, was man mal gesehen hat, waren diese kleinen das Schweinevolk hier, was hier überall irgendwie an den Hügeln lebt, die Klingenhauer. Und ansonsten hast du eigentlich andere Leute nur in Crossroads getroffen. Oh, zu weit. Dass sie sich die Mühe gemacht haben, hier überall die Kürbisse hin zu packen. Meine Güte. Ich bin ganz Ohr. Hirn! Calder hält das Hirn in seinen ausgestreckten Händen und zieht gleichzeitig ein blutverschmiertes Werkzeug aus seinem Gürtel. Wunderbare Arbeit. Das Geheimnis hier ist das reptilische Nervensystem. Ja, reptilisch, okay. Nicht zu verletzen, während man die höhere Erkenntnisfähigkeit entfernt. Schließlich können wir nicht zulassen, dass unser neuer Freund ein Gewissen bekommt oder sich daran erinnert, dass er zur Allianz gehört. Calder bohrt und schnippelt an dem Hirn herum und entfernt größere Stücke. Und schon sind wir fertig, wunderbar. Fürchtet die Lebenden. Es lebt, es lebt. Geh, mein wunderschöner Engel. Ah, es ist so traurig, wenn die eigenen Kinder das Nest verlassen. Findet ihr nicht? Oh Mann. Hoffentlich ist das wichtig. Wisst ihr, was ich mag? Nein, Calder, was mögt ihr? Mord. Lebt wohl. Unsere Zeit wird... Ah, das ist auch schon wieder schöne Komik da eingebaut. Wo will der jetzt eigentlich hin? Chaos Monstrosität. Was hat er vor? Also ich fände es jetzt langweilig, wenn er jetzt gleich einfach in Unsichtbarkeit despawnen würde. Also eigentlich finde ich es jetzt schön, wenn er jetzt irgendwie nochmal hier einen kleinen Rage-Angriff starten würde. Und der legt doch direkt los hier, oder? Ja. Und der ist auch auf jeden Fall stärker. Boah! Hat ein ziemlich langsames Schlagtempo.
Und er resettet halt nicht seine HP, das heißt, er ist früher oder später hinüber. Während er hier auf Patrouille ist. Aber es ist eine schöne Quest gewesen. Sieht so aus, als ob das 10 Kilometer tief gehen würde, und? Nee. Manchmal gibt es hier solche Miniseen irgendwo in Azeroth. Die sind so klein wie dieser Tümpel hier, aber dann ist da plötzlich, ist dieser Teich dann plötzlich irgendwie gefühlte 100 Meter tief. Es gibt es tatsächlich. Ich erinnere mich an einen See, der war im Ungoro-Krater. Bei den heißen Quellen. Das ist so, glaube ich, der tiefste See, den ich bis jetzt irgendwie gesehen habe. Ich muss mal kurz überlegen, wo der genau war. Ach gut, sind hier so irgendwo. Hier irgendwo. Ja. Und dort, ein Vulkan eventuell könnte das gewesen sein, ja. Also wirklich, da konntest du gefühlt bis zum Mittelpunkt der Erde schwimmen. Also ganz, ganz unheimlich. Na gut, liebe Leute. An dieser Stelle mache ich Pause. Ich denke, wir nähern uns auch langsam dem Ende hier im südlichen Brachland. Das sollte die letzte Queststelle hier sein, die wir hier machen müssen im Brachland. Im südlichen, und dann müssen wir uns mal... Ja, schon wieder überlegen, welches Gebiet wir als nächstes gehen wollen. Und dann müssen wir uns auch irgendwann überlegen, wann wir hier den Levelstopp reinhauen werden. Nun gut, liebe Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.